Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Craft the World in der Season Nummer 4. Ja, wunderbar, und das ist für mich die erste Aufnahme im neuen Jahr und damit auch allen Zusehern ein fröhliches neues 2017. Und für alle, die das irgendwann später ansehen, ja, das ist mein 2017er Let's Play. Das Einzige, was ich mache. Und ihr habt es gefunden. Nee, so schlimm wird es hoffentlich nicht sein. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt alle gut gefeiert, so wie man das eben macht nach Neujahr und so. Also während Neujahr, zu Neujahr, keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich hoffe, ihr habt ausgelassen gefeiert und ja, mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten, was auch immer. Und seid jetzt bereit für ein ereignisreiches neues Jahr 2017. Ja, ich bin's auf jeden Fall, irgendwie. Bis auf die Tatsache, dass ich irgendwie heiser bin. Ja, man hört's nicht, weil es ist schon wieder beim... Also man hört's wahrscheinlich nicht gut, weil es ist schon wieder beim Besserwerden. Aber, naja, ich muss mich auf jeden Fall schonen. Also nicht wundern, falls ich heute stellenweise ein bisschen leiser bin als sonst. Dann liegt es einfach daran, dass ich meine Stimme etwas schonen muss. Und deshalb, naja, versuchen wir auch etwas leiser zu sein. Ja, gut. Aber es ist alles beim Alten. Die Zwerge sind weiter am Bauen, die Vögel sind weiter am Fliegen und überhaupt, da oben haben die irgendwie seltsame Zusammenrottungen. Keine Ahnung warum. Ach, die fressen wahrscheinlich alle. Stimmt, aber fressen. Ich meinte natürlich essen. Es tut mir leid. Zwerge essen natürlich und fressen nicht. Heie, was für ein Fauxpas. Das sage ich doch glatt. Die Zwerge fressen. Ja, das, wenn sie mal gehört hätten. Zum Glück hören die hohle Stimme aus dem Off nicht, wenn ich meine. Ja, zum Glück. So, gut, Brötchen legen wir auch ein paar hin. Füllen wir mal wieder den ganzen Tisch voller Gaben, ja. Zack. Und gut, da ist eben immer noch Fisch, keine Ahnung. Hier oben kommt das Zeugs hin. Und dann ist wieder schön alles befüllt. Und ja, die Zwerge sollten zumindest, was das betrifft, etwas glücklich sein. Oh, guck mal, ein Geschenk. Das liegt immer noch da, warum auch immer. Da ist, ja, der schreit da rum, das ist okay. Gut, ja, auf jeden Fall, Ziel für heute ist natürlich gleich wie letztens. Wir versuchen hier alles schön auszubauen, damit wir hier schön vorankommen. Und ich habe schon wieder keine Fackel mehr. Das ist natürlich gar nicht gut. Und ich werde, auch wenn ich jetzt genügend Schleim hätte, werde ich keine Schleimfackeln bauen. Einfach aus dem Grund, weil, also Schleim ist kein Problem, aber die Knochen sind ein Problem, ja. Die bekomme ich nämlich nicht nach. Die bekomme ich von den normalen Monster, bekomme ich hier keine Knochen. Die bekomme ich, habe ich nur so viel bekommen von den ganzen Halloween-Angriffen. Und ja, deshalb wäre das blöd, wenn wir die dann ausgehen. Wir wollen alles mit normale Fackeln machen. Ja, so, da könnten wir eigentlich gleich da alle machen. Und jetzt fehlt uns natürlich das Harz. Und Harz könnten wir uns theoretisch ja auch kaufen, weil, komm, wir haben genügend Geld. Wir müssen da nicht sparen. Ja, wir müssen ja nicht überall sparen. So, Harz hier. Bekommen wir gleich 5 Stück für ein Gold. Das bedeutet, komm, ich kaufe mal hier so. So, ja, so machen wir das. Das ist ganz gut. Und la 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 la. Wimp Power. Trag das Harz heim. Super. So, und hier, gut, ja, die sind eher immer hier am Herumlaufen. Dabei wollte ich doch eigentlich, dass sie da schön teleportieren, damit da was weitergeht auch. Aber naja. Die Portale sind offensichtlich alle schon wieder zugegangen. Also die Fackel passt, aber die muss weg. So, da kommt noch eine hin, da kommt noch eine hin, da kommt noch eine hin, da kommt noch eine hin. Die muss leider weg. Liebe Fackel, tut mir leid. Und, oh, nein, genau. Und da kommt das hin. Und hier ist ganz viel... Was machst du eigentlich? Der steht da einfach... Ach, und da hat sich wieder einer eingebaut. Keine Ahnung, wie hat der das bitte überhaupt gemacht? Wie hat der es geschafft, dass sich der da eingebaut hat? Das ist... Hä? Warum? Wie geht das? Was ist hier? Warum? Nein, das will ich doch gar nicht wegreißen. So, so. So gehört. So ist richtig. Ja. So, die muss leider weg, die Fackel. Der Kristall muss weg. Die Fackel muss auch weg. Und die Spinnenwehen hier müssen auch weg. Spinnen. Ja, das Spinnengedöns da. Ne? Spinnenweben? Weden? Fäden? Spinnenfäden. Wie heißt das eigentlich richtig? Irgendwie, ja. Weiß ich jetzt gerade nicht, wie das richtig heißt. Ich nenne es mal Spinnenweben. Fäden, das ist voll das komische Wort. Fäden, Weh, ich habe keine Ahnung. Na egal. So, gut, auf jeden Fall geht's hier dann... Ach, hier wäre ganz viel Zeug zum Abholen. So, das kann auch alles raus, das müssen wir auch wegreißen. Und wir hatten ja auch ein paar Rüstungen, glaube ich, gebaut. Ja, wunderbar, ich habe nämlich so Typen, die haben ja irgendwie überhaupt keine Rüstung. Rüstung 40, Rüstung 30. Kommt, der bekommt die Weihnachtsmannrüstung, juhu! Und Schuhe bekommt der Goldstiefel. Viel Spaß mit den Goldstiefeln. So... sonst
Gut, wir haben von dem... Ach, wir haben fast keine Brandmunition mehr. Wir sollten wieder ein bisschen Brandmunition kaufen oder bauen. Ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt schauen wir erstmal nach. Was haben wir denn sonst noch? Oh, der hat eine Lederrüstung. Ja, komm, da machen wir hier. Bekommst eine bessere Rüstung. Viel Spaß damit. Eisenrüstung. Alter, ich habe echt einen armen Typen, der noch eine Lederrüstung hat. Wie bitter ist das denn? Danke übrigens für den Tipp in den Kommentaren. Ich hätte das so nicht gewusst. So, warum habe ich jetzt zwei Paar Stiefeln? Was bringen die? 14. Ja, die sind gleich gut wie die Gold. Okay. 10, ja, komm, tauschen wir die aus. So, und dann haben wir noch eine Goldrüstung. Die werden wir... Haben wir noch irgendwie mit... Was bringt die eigentlich? 40, 30, okay. Ja, tauschen wir sowas aus. Super, und wir haben eine Silberrüstung, haben wir auch noch. Die bekommt dann der. Ja, schön, dann haben wir wieder alle ein bisschen aufgerüstet, genau. Und dann können wir den restlichen Schmonz verkaufen, beziehungsweise zerlegen, weil das stört mich dann nur im Inventar. Schauen wir mal, alles, was wir zerlegen können, zerlegen wir auch. So, hier auch den Koboldspeer und... Stimmt, ich wollte ein bisschen Brandmunition machen. Ja, aber das ist irgendwie schade drum. Jetzt habe ich eh 20 Stück gemacht, das ist eigentlich schon viel zu viel. So. Silberstiefel. Wie viel Mithril haben wir eigentlich? Haben wir Mithril zum... Was wollte ich eigentlich mit Mithril machen? Wollte ich da Rüstungen machen oder anderes Zeugs? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Mal kurz gucken. Technologiebaum ist ja schon durchaus voll, oder? Wie war das? Meisterrüstung. Ach, stimmt. Meisterrüstung sollten wir vielleicht nochmal machen. Machen wir vielleicht ein bisschen Mithril-Stiefelchen, aber wir haben ja eh viel zu wenig Mithril. Warum haben wir so wenig Mithril? Ach ja, wir sind noch nicht unbedingt in einem Mithril-Level. Das ist ein bisschen das Problem. So. Gut, ich wette hier ganz viel Geld, dass sich hier ein Zwerg einsperrt. Oder hier. Na gut, hier kommt er zumindest noch raus. Das wäre dann nicht so schlimm. Ja, und jetzt laufen die wieder alle irgendwo wirr herum. Warum machen die das? Ich verstehe es nicht. So zeitweise diese Zwerge, ne? Ich meine, das ist nichts Neues, ja. So, bauen wir hier auch gleich mal wieder einen Referenztunnel. Ah, guck mal, da unten sind noch ein paar Gegner zu finden. Das ist ja schön. Vielleicht sollten wir hier mal die Fässer zerstören, weil da kommen immer ganz viele tolle Sachen raus. Also, zerstöre Fass. Oder entferne eigentlich nicht zerstöre, sondern wir entfernen die natürlich nur. So, da. Alles da. Ein Werbespruch von einer, ja, Einzelhandelskette, glaube ich. Kann ich mich jetzt gar nicht mehr hundertprozentig dran erinnern. Habe ich nur irgendwo mal gehört. Oh nein, schieß nicht diesen Dingens ab da. So, übrigens, apropos, ich habe gesagt, wenn ich viel Geld habe, gebe ich das durchaus für Munition aus. Und ich glaube, es ist jetzt der Moment, weil ich habe ein bisschen Geld habe ich. Und ich wollte ja ein bisschen Brandmunition kaufen. Deshalb, naja, kaufen wir hier mal bis 75. So. Müssen wir wieder 3. Machen wir 5 Lagen Wimps. Hui. Ja, weil das sind ja doch jetzt ein bisschen viel. Deshalb, ja. Schauen wir mal. Kommen aus dem Fässern keine Items raus. Das finde ich sehr schade. So, das Ding, ja, soll ruhig runterlaufen. Ist kein Thema. Oh nein, töte das. So, und das müssen wir auch wegreißen. Hier das geheime Lager des Drachen. Erinnert euch, da war so ein kleiner Drache da. Ja, der hat irgendwie... Oh nein. Da, ausrüsten. Moment, wer hat niedrigen Gesundheitswert? Warum hast du niedrigen Gesundheitswert? Wo ist der bitte? Alter, diese Zwerge machen mir Sorgen. Da dachte ich mir, alle sind gut genug ausgerüstet, dass nichts passieren kann. Und dann sowas. Geht ja auf keine Kuhhaut. Gut, muss es auch nicht. Die arme Kuhhaut, die kann ja nichts dafür. Aber naja. Was? Ja, Mini-Lag, okay. So, hier liegt auch massenweise Gedöns herum. So schön wie diese kleinen Verstecke auch sind, irgendwie nervig beim Abbauen sind sie trotzdem. So. Gut. So, dann geht's da weiter. Genau da herum. Ach schön, da bekommen wir wieder ganz viele tolle Kristalle. Vielleicht brauen wir uns ja auch wieder ein paar Zaubertränke für unsere Zwerge, für die Zaubererzwerge. Ach, und ich sehe gerade, ich habe hier das auch schon fertig gemacht, die Luxusdekoration. Das ist ja schön. Elixier der Auslöschung. Was ist das nochmal?
Sorgt dafür, dass ein Zwerg alle seine Fertigkeiten vergisst. Ja, das brauchen wir definitiv nicht. Kompasszauber, nö. Elixier der Wandlung oder Elixier des Eispfeils? Komm, wir brauchen ein paar Elixiere. Brauchen wir, aber ich glaube, es fehlt an Glas, oder? Ja, natürlich. Also, wir müssen auf jeden Fall ganz viel Glas machen. Komm, Turbo! Also, ja, machen wir 70 Glas, also 70 Gläser und das Zeugs. Komm, da machen wir auch ein bisschen was, nur damit wir was vorrätig haben, ja. Ist jetzt nicht so, dass wir es unbedingt brauchen, aber ich will das Zeugs vorrätig haben. Einfach, dass wir dann, wenn wir... Was? Okay, dann haust du da noch was weg. Keine Ahnung. Achso, da ist, glaube ich, auch noch ein kleiner Pömpel, ja. Dann hauen wir den auch noch weg. Gut, ja, dann machen wir hier ein Doppelportal hin. Dann würde ich sagen, hier auch und hier auch, weil da kommt natürlich auch ein Tunnel wieder da nach rüber. Schön. Ja, weil es muss ja was vorangehen. Ist ja ganz wichtig so, ne? Apropos vorangehen, habe ich jetzt jeden Zwerg schon eine Mithril-Spitzhacke gegeben? Ich weiß gar nicht mehr. Nein! Ja, das dauert hier noch, okay. Schauen wir mal, Mithril-Spitzhacke hat... Ja, gut, wichtig. Also jeder hat eine Mithril-Spitzhacke, da bin ich sehr froh drüber. Das bedeutet, das nächste wären dann eigentlich eh die... Oh, ein neues Paket. Ach, haben wir immer noch Weihnachtsfeiertage? Ja, sieht so aus. Okay, schön. Gut, ja, wenn das so ist, dann schön. Ach ja, und Schienenstrecken müsste ich ja auch nochmal fertigstellen. Da gehört noch eins rein, okay. Gut, die nächste wäre dann eh sogar hier schon. Bauen wir da mal rüber. La 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 la. Achso, ja. Nur damit die Zwerge auch wirklich was zu tun haben, damit ihnen nicht langweilig wird, das wäre nämlich nichts. Wenn den Zwergen langweilig wird, das ist eher nicht so ideal. Sage ich mal. So, zack, 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 zack. So wie dem Wimp da. Dem wird auch langweilig. Der steht einfach blöd in der Gegend herum. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah, jetzt weiß es wieder. Okay. Also der fragt sich auch manchmal, was er eigentlich da tut. Also die Wimps wissen das auch nicht alle immer auf Anhieb. So. Machen wir wieder alles schön zu. Da eine Fackel, da eine Fackel, da und da und da auch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die kommt weg und da graben wir natürlich dann auch gleich mal einen Tunnel rein. Oh, und ein neuer Angriff kommt. Ich sehe es. Ich habe fast ein bisschen Angst davor. Natürlich nicht. Ja, ach komm. Hier, baue Erde. Der Kristall kommt weg. Das Zeug kommt auch weg. Alles, juhu. Die Fackel kommt auch weg. Schön. So. Ja, und interessanterweise, trotz Mithril-Spitzhacke dauert es halt doch eine Weile, bis die Zwerge durch diesen harten Fels durchkommen. Vor allem hier dauert es mir auch fast ein bisschen. Oh, fast. Oh, ja, das eine Portal in die Luft, das andere auch, aber mit dem Aufzugschacht. Sehr cool. So, ja, das ist... Es dauert halt schon alles, ne? Du. Klopf, klopf, klopf. Achso, ich könnte mal kurz gucken, wie die denn so vorankommen, meine Abwehrtürme. Aber das sieht eigentlich ganz schick aus, hätte ich gesagt. Ja, das Spiel hat gemerkt, dass ich angegriffen werde. Oh Wunder. Nein, die haben mir da ein Eisenstück rausgehauen. Das ist jetzt nicht okay. Das gefällt mir jetzt ja gar nicht. Warum? Wie haben die das? Warum? Wie schaffen die das bitte? Ich bin mir ja nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich muss meine Abwehr doch noch ein bisschen ausbauen. Oder? Na, komm. Alter. Muss ich doch 6 Türme machen. Aber die kommen, die schießen noch gar nicht so weit, oder? Ja, das ist jetzt so hundertprozentig glorreich, ist die ganze Geschichte jetzt nicht verlaufen, muss ich sagen. Warum? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht ganz. Baue Stahlwand. Ja, komm, bauen wir eine Stahlwand. Vielleicht sollte ich das Ganze doch doppelstöckig machen. Dass ich hier oben dann auch nochmal 4 Abwehrtürme baue.
Dann machen wir die Ecken. Weißt du was? Die Ecken machen wir jetzt richtig stabil. Das muss gut ausschauen. So. So. Hui. Ja. Schön, ne? Nee, das sieht hässlich aus. Komm, das kannst du nicht bringen. Ein bisschen Ästhetik gehört schon dazu. Auch bei der Hütte da, ne? So. Zack. Zack. So, genau. Ja, wunderbar. Und dann noch eine Stahltür. Sobald ich die dann irgendwann mal wieder habe, also sobald die Gegner die einfangen. Also nicht die, was? Was sage ich? Ich meinte natürlich, sobald die Zwerge die einsammeln. Sobald die Gegner die einfangen. Also manchmal, ne? Ja, das ist halt, ja. Ich sage jetzt nichts weiter dazu. So, das hauen wir natürlich alle schön raus. Dann kommt da und da und da und da und da und da. Und das hauen wir auch raus. Das Ding müssen wir leider jetzt töten. Es tut mir furchtbar leid. Das Gedöns kommt weg. Das auch, das auch, das auch. Diese ganzen falsch platzierten Brücken hier, die müssen alle weg. Wir haben hier ein ordentliches Tunnelsystem, das gerade nach DIN-Norm durchgebaut wird, ja. Es muss gerade sein. So, baue Erde und hier bauen wir auch Erde und da. Genau, da auch, super. Ah, nee, da nicht, gut. Okay, okay. Ja, und ich würde sagen, um die Verteidigung kümmern wir uns dann, wenn wir hier mal wirklich alles ausgebaut haben. Ja, das muss jetzt echt mal fertig werden da. Das stört mich schon langsam selber schon ein bisschen. Dass hier so langsam vorangeht. Es geht doch nicht, dass das hier so langsam vorangeht. Wozu haben wir 14 fleißige Arbeiter, wenn die nichts tun? Gut, dann sind sie keine fleißigen Arbeiter. Aber wir haben 14 Zwerge und die müssen hier arbeiten. Hilft alles nichts. Da kommen sie nicht drumherum. Ist leider deren Job. Liebe Zwerge, da kann ich euch nicht helfen. So. Apropos Arbeiten. Komm, wir machen hier ein bisschen ein Tool zum Beschleunigen, nämlich ein Portal. Zum Beschleunigen der Arbeitsweise. So, und ich frage mich ja, wie viele Leute jetzt wirklich zusehen jetzt, wo wir nur mehr noch hier Gänge ausbauen. Das ist wahrscheinlich doch ein bisschen langweilig, aber es war so vereinbart und deshalb werde ich das auch so weiter so machen, bis wir wirklich die komplette Map ausgebaut haben. Weil ich wollte das einmal, zumindest in Season 4, habe ich gesagt, mache ich das so, damit wir es auch mal gesehen haben. Können halt noch 100 Folgen werden, aber gucken wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht, ja. Vielleicht geht es ja doch schneller oder ich mache mal 4 Stunden Marathon-Folgen oder so. Mal gucken. Keine Ahnung. Je nachdem, wie ich dazu komme. Wie ich Lust dazu habe. Ja, genau. Meine Let's Plays sind richtig davon abhängig, wie ich Lust dazu habe. Man glaubt es kaum, aber es ist so. So. Es ist so wie bei den Zwergen, ne? Die arbeiten ja auch nur so, je nachdem, wie sie Lust zu haben. Manchmal arbeiten sie nicht, ne? So, da eine Fackel und da müssen wir die Fackel auch weitersetzen. Man sieht sie am besten mit der Lust bei der Eingangstür, die ist nämlich immer noch nicht da. Die hat immer noch keinen eingesammelt. Und hier läuft immer noch ein seltsames Viech herum. Ich verstehe es nicht. Da müssen wir wieder die Wimps die Eingangstür einsammeln lassen. So, super. Danke Wimps, ihr habt mich gerettet. Ohne euch wäre das Haus ohne Schutz. Weil die Zwerge haben ja keine Lust. So, zack, zack, zack. Wir kamen schön durch. Ich will ganz viel Schwefel zum Einsammeln. Eieiei. Diese dunklen Gänge. Hier könnte sogar noch etwas Unverhofftes auf uns warten. Aber wir werden sehen. So, komm. Dann helfen wir wieder mal ein bisschen nach. Mit wahllos platzierte Portale. Ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt was bringt, wenn ich die Portale wirklich so wahllos platziere. Aber ich denke mir, naja. Dann können sich die Zwerge selber aussuchen, wo sie denn graben wollen und wo nicht. Ist ja eigentlich toll, ne? Weil da haben die wirklich den freien Willen und können frei entscheiden. Wo gibt's denn sowas? Ja. So, das kann man auch rausgraben und das auch. Und dann kann man hier natürlich auch weitergraben. Aber es ist eh nicht so ideal, wie man sieht, weil die laufen ja trotzdem wieder alle ganz wirr irgendwo herum. Buch des Bogenschützen, super. Zack, 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 zack. Oh, da ist eine Fackel falsch platziert. Die war wahrscheinlich vorher schon da. Also weg damit, liebe Fackel. So.
Ja, trapp, trapp, trapp. Die sind alle recht langsam. Haben die Hunger? Oh, nee, die haben nur Durst. Die haben keinen Früchtetee mehr. Also hier, Gewürztee natürlich. Da muss ich echt gleich mal wieder ein paar brauen. Oh, kann ich nicht, weil ich keine Wurzeln mehr habe. Ja, Wurzeln ist ein bisschen ein Problem. Wurzeln gibt es eigentlich nur im Erdreich. Das bedeutet, ich muss mir Wurzeln leider auch kaufen. Also schon langsam wird das Zeugs, was ich kaufen muss, wirklich etwas teuer, merke ich gerade. Aber komm, ich würde mal sagen, da reichen so viel. Reichen da jetzt locker. Aber nein, nicht den Baum wegreißen. Es reicht eigentlich hier, wenn wir so machen. Weil Wurzeln, da müsste ich Erde... Ich könnte natürlich Erde anbauen und die immer wieder wegreißen, aber das ist halt auch uncool. Und den mache ich heute tot. Ja, der nervt mich nämlich. Ich mach dich tot. Ich mach dich alle, Mensch. Sowas von. So, also Tee. Komm, machen wir gleich alle 90. Jetzt haben wir wieder keine Wurzeln mehr. Na gut. Gut, es sind hier noch genug. Sollte ich vielleicht noch ein paar Wimps drauf ansetzen, dass sie das reintragen. So, gut, Tee haben wir platziert. Dann hauen wir noch ein bisschen Bier hin. Und das Essen, die sollen jetzt die Tische echt mal leer fressen, hätte ich gesagt. Ja. Diese Zwerge. Oh. Keine Portale mehr da. Na gut. Setzen wir wieder ein paar. So, die Zugstrecke ist fast fertig. Naja, fast. Ich weiß ja nicht, komm, jetzt setzen wir hier auch noch. Jetzt hauen wir das auch nochmal rein da. Damit die dann wirklich alle komplett verwirrt sind und keiner mehr weiß, was er tun soll als erstes. Das ist ja doof hier ein bisschen. Komm, da müssen wir. Müssen wir mal diesen. Das ist ja wirklich wieder so ein Loch, wo alles Mögliche herumliegt. Ja, müssen wir diesen Weg darüber bauen, weil der wird kein leichter sein, ja. Da genauso. Eieiei. Oh, ein weiteres Paket. Super. Ich bekomme immer wieder so Weihnachtsuniformen, die kein Mensch braucht. Oh, ich habe Wimps. Moment. Ich muss denen was zu tun geben. Das hilft alles nichts. Komm, wir kaufen ein paar Feuer. Nee, Silberpfeile. Hui. Und komm, wir kaufen mal ein paar Tränke. Kaufen wir auch noch hier solche. So. Na? Genau, jetzt fliegen sie los. Brauchen immer ein paar Sekunden, bis sie schnallen, was eigentlich los ist. Ja, die schalten nicht so schnell. Aber wenn sie dann geschalten haben, die tollen Wimps, dann sind sie unaufhaltsam quasi. So. Gut, da die Seite müssten wir eigentlich auch mal wieder rausreißen. Aber ich würde sagen, da warte ich echt mal, bis wir weiter unten sind. Ja, da oben sieht das eigentlich ganz gut aus alles. So. Ein weiteres Portal hier. Und da machen wir auch noch eins. So, gut. Ja, viele der Zwerge sind natürlich auch oben und bauen was. Also einer. Toll. Ein Zwerg ist oben und baut was. Alle anderen huschen hier irgendwo herum und graben hier irgendwo herum. Das ist gut so, aber ja, solche Sachen sind dann nicht gut. Ja. Die sind dann eher gar nicht gut. Weil da müssen wir denen das natürlich neu eingeben, was sie zu tun haben. Also sobald die nicht hinkommen, verwandelt sich hier das Zeug, was ich eigentlich eingegeben habe zum Abbauen, wird dann gut. So, der Zwerg wird sich freuen, weil der kommt dann nie wieder ohne fremde Hilfe raus. Komm, ich setze ihm gleich mal ein Portal, weil sonst wird der hier sterben und das will ich ja auch nicht. Bin ja nett zu Zwergen, ne? Kann man ja nicht bringen, Zwerge einfach so hier in der Mine sterben zu lassen. Das geht nicht. Ah, hier geht's ja richtig schnell voran. Obwohl, nee, ich glaube, das Loch war schon da, oder? Jo, gut. Achso, jetzt fahren sie wieder alle irgendwo da hoch. Sind die Portale? Nee, ach, da drin ist noch ein Portal. Okay. Ja. Bin ich jetzt selber schuld, dass die jetzt da hochfahren, weil ich habe nicht ordentlich geschaut, dass die Portale auch immer schön fleißig
offen sind. Das war mein Fehler. So, gut. Apropos mein Fehler. Nein, ich habe keinen Mithril. Ich dachte mir schon, vielleicht haben wir wieder ein bisschen Mithril. Könnten uns wieder ein paar Schuhe craften. Komm, das machen wir noch. Machen wir uns noch zwei paar Mithril-Schuhe, weil egal. Dann haben zumindest bald mal alle vernünftige Schuhe. Bevor wir dann zu Rüstung und so weiter übergehen. So. Wo sind die Zwerge? Achso, die gammeln jetzt alle hier herum. Die gammeln jetzt alle einfach hier herum. So, gut. Lalalala. Das wollte ich eigentlich so nicht machen, weil eigentlich wollte ich schon, dass die jetzt von einer Seite zumindest da reinkrabbeln, aber naja, das dauert halt noch eine Weile. Oh, das geht jetzt auf einmal flott voran. Was ist denn da los? Wow. Und auch schön, dass sie immer genau einen Erdklumpen mit haben, den sie bauen. Obwohl sie einen großen Rucksack hätten, wo mehr Platz hätte, aber sie nehmen immer nur einen Erdklumpen mit. Aber naja, ist okay. Das, so sind die Zwerge halt. Was haben wir da? Ach ja, da war so ein Grabeviech. So, da einmal. Soll ich mal kurz meinen Hals etwas befeuchten? Lass mich mal hier alleine mit den Zwergen zusehen, wie sie hier schön herumwuseln. So, und schon bin ich wieder da. Sehr schön. Ja, wenn der Hals so trocken ist, dann muss man halt ein paar Mal auch ein bisschen was trinken, weil sonst, ja, das wird da rau und ungemütlich und ihr hört es eh schon an meiner Stimme, dann ist, ja, das... Wenn die Stimme versagt, ist für den Let's Player jetzt nicht so gut. Ja, zum Glück mache ich das jetzt nicht hauptberuflich, sonst wäre es etwas doof. Aber naja. So. Wow, so viel Schwefel. Wie viel Schwefel haben wir eigentlich? Jetzt muss ich mal kurz gucken. 165. Okay. Okay, okay. So, haben wir die beiden? Nö, haben wir noch nicht. So, der große Fleck, der wird auch noch sehr interessant, wenn wir da mal soweit sind. Bin ich gespannt, was da noch für Abenteuer auf uns warten. Alter, wo laufen diese Zwerge? Diese Zwerge, ne? Achso. Ich darf mit dem Portal nicht so sparen. Ich muss mehr Portale setzen. Damit sowas nicht passieren kann, dass die Zwerge auf einmal wirklich alle irgendwo herumlaufen. Oh, guck mal, sie haben hier den Durchbruch geschafft. Ich bin begeistert. Wow. So, da oben passiert jetzt nichts, aber dafür graben sie jetzt alle hier schön. Also die laufen wieder alle irgendwo herum. Na, ist eh klar. Okay. Lava. So, bis das da unten fertig ist, glaube ich, da vergehen auch noch... Wow. Ja, sind eh nur drei auf einem Fleck. Natürlich, das ist nicht tragisch. Überhaupt nicht. Nein, nein. So, das können wir momentan noch so lassen. Okay. Ja, schön ist das, schön ist das. Da sind wir jetzt auch schön durch. Irgendwas greift mich an, das ist mir aber relativ egal. Gut. Ja, die laufen da unten lang. Warum auch immer, obwohl hier eigentlich schön Portale wären. Aber gut, ja, lass mir die Freude. Wenn sie meinen... Die lieben Zwerge, wenn sie meinen. So, ich habe schon wieder keine Fackeln mehr. Okay, bauen wir ein paar Fackeln wieder. Hey, Fackeln. Fackel? Hier? Da. Gut, viel können... was? Hallo? Viel können wir nicht bauen, aber... Naja, gut, es fehlt mal wieder an Holz. Tja, was auch sonst, ne?
Aber ich denke mal, die 400 reichen vorerst auch mal. 405, 460 sogar, 461, um genau zu sein. Die soll... Nein, was? Komm, reiß das bitte alles weg. So, genau. Können wir da nicht den auch gleich anfangen? Den Gotthard-Basistunnel. Ja. Nein, da nicht. Da, 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 da. Da, 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 da. Schön. Schön, schön, schön ist das. Und die Mine wächst und gedeiht und sie wird immer schöner, so wie sie es gehört. Buch des Holzfällers ist okay. Komm, und dann reißen wir hier vielleicht die Dinger auch mal raus. Da müssen wir, das ist etwas blöd, da müssen wir da einen Block reinsetzen, damit das alles symmetrisch bleibt, ja. Ah, das ist interessant. Das geht voll weit raus da, warum? Darf das Spiel das überhaupt? Hm, merkwürdig. Ah ja. Jetzt geht das hier locker flockig schnell voran. Ja, manchmal, ne? Manchmal. Portale setzen nicht vergessen, ganz wichtig. So. Ja, das Portal ist hier jetzt ein bisschen obsolet, leider. Ja, dafür können wir hier weitermachen. Ja, schön, dass der Tunnel hier, das dauert ewig lange und da wahrscheinlich sind sie da unten dann vorher schon fertig. Ja, die lieben Zwerge. Aber man sieht schon, es geht echt in schnellen Schritten voran. Das gefällt mir gut so. Nein! Ja, wie jetzt? Warum? Warum könnt ihr das nicht, Zwerge? Versucht es doch zumindest. Ja, da wird jetzt lustig. Da wird jetzt lustig, ja. Voll das schöne Deutsch und so. Ich weiß. Aber naja, schon langsam, ne? So, dann machen wir hier die Seite auch gleich mit. Die lustigen Tiere, die da zwischendrin so rauskommen, die müssen wir halt dann die Löcher wieder zumachen. Aber das kommt dann alles noch. Und ich würde sagen, den unterstützen wir hier auch mit einem Dreifachportal. Hier machen wir auch ein Dreifachportal hin. Sollte das hier alles ein bisschen flott vorangehen. Guck mal, da fehlt auch noch ein bisschen was. Da, ja, das ist hier, das dauert halt wieder ewig. Ist immer blöd, diese Böden zu überbrücken, da brauchen die Zwerge leider immer ewig. Oh, ein neues Weihnachtspaket. Weil ich das Zeug ja eigentlich gar nicht mehr haben will. Ja, ui, was? Ein Fischglas. Na toll. Was mache ich mit dem Fischglas? Leute? Was soll ich mit dem Fischglas anfangen? Oh mein Gott. So. Gut. So, da und da. Da oben, da geht richtig was voran. Man merkt so richtig. Ja, witzig, wie die auch immer so zwischendrin, die wollen nicht vom Rand, die graben auch ganz gerne dann so zwischendrin einfach rein, wenn sie da irgendwo ein Loch finden. Ah, diese Zwerge, ne? Sie ist schon ein lustiges Völkchen. So. Gut, portaltechnisch setzen wir hier mal was her. Da sind ja noch genug. Ich würde mal sagen, da warten wir jetzt noch ein bisschen, bis der jetzt da durchgeklettert. Irgendwas war da jetzt gerade komisch. Oder es hat zumindest komisch ausgesehen. So, ja, da ist jetzt blöd, ich würde da ja gerne zumachen, aber irgendwie sind da noch so viele Zwerge drin und ich habe Angst, dass die dann für immer da drin bleiben. Also grab doch bitte vom Rand aus auch etwas.
Ah, da oben ist auch noch ein Loch. Gut, 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 gut. Wie sieht's eigentlich jetzt hier heroben aus? Natürlich, es ist kein Tee mehr da und kein Bier mehr da, war klar. Und das Essen wird auch schon langsam knapp. Aber wie gesagt, ich will, dass die das diesmal ordentlich alles zusammen essen. Ja. Damit auch mal das alte Zeugs wegkommt. Und was? Wieso laufen in meinem Haus einfach irgendwelche Viecher herum? Das ist schon immer so ein bisschen merkwürdig, ne? Ah, jetzt haben wir da unten endlich auch das durch den Durchschlag geschafft, den Durchbruch. Und ich sollte neue Portale setzen, merke ich gerade. Ja, dann machen wir das doch glatt. Machen wir hier ein Doppelportal hin und da ein Doppelportal hin. Dann sollte das passen, hätte ich gesagt. Dann sollte das passen. Jetzt wäre noch gut, wenn die hier den Weg da dann auch mal schaffen würden, dass die das machen. Aber das ist eben, wie gesagt, leider die Schwierigkeit wieder. Weil das ist immer extrem schwierig, bis sie da so einen Weg rüber bauen. Das dauert immer extrem lang. Da werden sie wahrscheinlich nicht sogar vorher das Zeug abschlagen. Weil ich warte jetzt echt, bevor ich eine neue Befehle gebe, warte ich jetzt echt, bis das hier fertig weg ist. Würde wahrscheinlich nicht schaden. Oh, da oben ist auch noch was zum Ausbessern. Klapp, klapp. Und zum Reintun natürlich auch. So. Gut, gut. So, arbeitet da oben? Nö, natürlich nicht. Warum, frage ich eigentlich auch. Oh, die Portale sind fast leer. Nein, was? Ah, ich habe kein Mana mehr. Ja, das ist ja schön. Warten wir, bis wir den nächsten Zwerg bekommen. Also ohne diese Mana-Tränke wären wir ja auch hoffnungslos aufgeschmissen, beziehungsweise ohne Mana-Tränke und ohne Portale. Ja, weil die sind echt wichtig. Weil sonst würde da wirklich überhaupt nichts weitergehen. Komm, wir machen bis 150. Weil wie gesagt, ich gehe eh nicht davon aus, dass wir überhaupt nochmal einen Zwerg dazu bekommen. Von dem her, ja, wird sich das Mana auch nicht mehr auf einen Schlag regenerieren. Also wir können durchaus auch immer so zwischendrin das Ganze mit Mana-Tränken komplett aufladen. Oh, guck mal, das Loch ist auch ausgefüllt worden. Wunderbar. So, laufen dann da oben irgendwann mal die Zwerge hoch. Ich bin ja gespannt. Ich bin ja echt gespannt. Eigentlich müssten sie das jetzt dann gleich mal tun. Eigentlich, ne? So, da dürfen sie dann auch gleich und auch gleich. Na? Oder ist das jetzt so eine Dauerbaustelle wie da unten die Schienen? Ah, die sind fertig. Gut, dann sollten wir vielleicht nur noch mal eine Lore hinsetzen. Hannelore, wo bist du? Ich brauche dich. Lore, Lore, Lore. Hallo. Da ist sie. Komm, bauen wir noch. Ja, bauen wir noch ein paar. Wir brauchen sie ja sowieso. Statt der Tür. Ja, und da wären dann auch Schienen zu setzen, ne? Machen wir das doch auch glatt nochmal schnell. Ja, und da oben, wie ich prophezeit habe, da hat keiner Lust, hier irgendwas zu machen. Es ist mir ein Rätsel, irgendwie. Ja, du bist ein Trottel. Du kannst ja da nicht über das Loch drüber springen, wenn du nicht genügend Sprungfertigkeiten hast. Ah, diese Zwerge, ne? Habe ich schon mal erwähnt, dass mich diese Zwerge manchmal etwas faszinieren, wie dumm das die sind. Habe ich schon mal erwähnt, oder? Ich bin mir nicht sicher.
So. Geht sich das aus? Ne, das geht sich ja wieder nicht aus. Haben wir schon wieder zu wenig. Oh nein, ein Angriff naht. Na wohl doch, geht sich sogar aus. So, komm, hau das. Zwerg, hau das bitte weg, wenn du schon mal vorbeiläufst. Komm, hau einmal. Nein, bitte du. Du vielleicht. Magst du draufhauen? Zwerg, hau. Weißt du, jetzt laufen sie. Moment. Einer klopft da was raus. Ich glaube, ich traue meinem Auge nicht. Mein inneres Auge sagt mir, dass das unglaublich ist, was gerade passiert ist. Was mein inneres Auge sagt? Ja. Ihr wisst, was ich meine. So, okay, gut. Jetzt ist eh wieder aus. So, 5 Monsterpartälchen sind offen. Vielleicht können wir irgendwas bei den Inseln optimieren. Abbauen geht ja nicht so gut, habe ich gelesen. Aber vielleicht können wir die so bauen, dass die alle zumindest an einem Fleck runterfallen. Ja. Sieht zwar dann voll hässlich aus, aber naja. So, jetzt schauen wir mal, wie das diesmal läuft. Ob die wieder irgendwie die Wand einreißen können oder ob sie jetzt besser geht. Ja, das ist halt echt nervig, dass die da das Eck irgendwie wegschießen können. Die Fliegen, die gehen mir echt ein bisschen am Keks. Aber ich glaube, das war letztens echt nur ein Zufall, oder? Dass die wirklich die Wand weggerissen haben. Das kann nur ein Zufall gewesen sein. Lalalala. Ja, die müssen wir eh so töten, das hilft alles nichts, ne? Ah, wo die auch überall herumlaufen. Oh, hier liegen noch ganz viele tolle Sachen. Wimps, holt doch die tollen Sachen. Ah, und die Tische sind jetzt wirklich ganz leer. Ja, wenn das so ist, dann kann ich jetzt mal wieder frisches Zeugs auftischen. Nein, ich wollte doch das Bier. Toll, jetzt habe ich da Tee hingepackt. Zwerge werden mich hassen dafür. Was willst du denn mit Tee? Wir brauchen Bier. Wir brauchen die Nährstoffe aus dem Bier, sonst können wir nicht abbauen. Trottel. Ja. Sorry, Leute. Es tut mir leid. Ich wollte das doch gar nicht. Ich habe mich doch nur verglückt. Es ist uns egal. Wir gehen in den Streik. Was ist da jetzt passiert? Achso, stimmt, wenn ich so mache, wenn ich während ich auf Steuerung drücke, auf den Tisch klicke, dann füllt er den ja an mit dem Zeugs, was ich gerade ausgerüstet habe. Da steht einer und wartet auf irgendwas. Das ist ein sicherer Tod vielleicht, ich bin mir nicht sicher. So, was ist da unten los? Ach, gucke mal, die bauen und bauen und bauen. Ja, hier dafür. Ja gut, das eine Ding, das müsste noch rein. Achso, das kann ich eh von oben setzen. Okay. Ja, alles in allem, ne, muss ich sagen. Ganz gut so, ne? Bis jetzt ganz gut. Ja, dann fehlen eigentlich nur noch diese 2 Etagen. Die graben wir jetzt natürlich auch gleich raus. Oh. Dann haben wir zumindest eine Seite, haben wir dann schon komplett durchgegraben. Da bin ich ja echt froh drüber. Schön. Ja, ich höre seltsame Viecher. Seltsame Geräusche von seltsamen Viechern. Immer ganz toll. Oh, ein neues Paket. Ich denke mir immer, wenn ich das Geräusch höre, oh, ein neuer Zwerg, wie cool. Dabei ist es dann meistens nur ein neues Paket. Ja, voll langweilig. So, ja, hier ist ganz viel Schwefel. Schade, dass man das Zeug nicht verkaufen kann. Oder kann man das verkaufen? Ich weiß gar nicht. Wir könnten es der großen Gottheit schenken, die verpackt ist. Vielleicht braucht die ja Schwefel. Ich weiß ja nicht. Da müssen wir sowieso was tun, weil die verpackt ist. Das stört mich echt ein bisschen. Finde ich echt ein bisschen schade. Komm, ich würde sagen, der Helfer von unten ein bisschen nach. Lalalala. Damit das nicht so lange dauert.
Ja, wie üblich laufen die wieder alle vollkommen konfus herum. Die Zwerge wissen eigentlich nicht, was sie genau tun und tun sollen und tun lassen müssen und so. Ja, wissen sie irgendwie alle nicht. Die laufen wirklich alle vollkommen konfus herum. Wow, oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das Kartenfenster verschieben, ging nur nicht. Stattdessen sind wir quer über den halben Bildschirm geflogen. Naja, was der einsame Zwerg da tut, weiß ich nicht. Er nutzt unser Loan-Transportsystem. Ist ja auch was Schönes. So, jetzt fährt er nach unten. Jetzt fährt er wieder nach unten. Hui! Jetzt fährt er wieder nach unten. Hui! Jetzt fährt er noch weiter nach unten. Nö! Er baut hier was rein. Oh, ich bin begeistert. Schön. Amazing! Ist das ja doch alles irgendwie so gut? Was machst du da? Ich hab keine Ahnung. Da wobbelt der Zwerg einfach komisch seltsam vor sich hin. Ja, und aus irgendeinem Grund graben sie sich wieder von der Mitte rein und nicht von der Seite. Ja, Zwergenlogik, ne? Wir wissen es eh alle. Ah, und die Portale sind auch schon irgendwie schon wieder alle sehr gut verbraucht, sehe ich gerade. Machen wir eben ein Viererportal diesmal. Sollte vielleicht besser gehen. Ja, ich meine, klar, wenn alle Zwerge durch die Portale gehen, dann sind die wirklich richtig schnell weg. Das ist ganz klar so, ja. Oh, hier haben sie, hier teilen sich zwei so ein Löchelchen, so ein kleines, süß. So. Gut. So, da und das nehmen wir mit. Und irgendwie ist es schon wieder recht leise geworden. Was machst du da? Oh mein Gott, er weiß nicht, was er tun soll. Er weiß wirklich nicht, was er tun soll. Hilfe! Oh, oh, ich nehme das Gold noch mit. Oh, hey, ich klopfe das weg. Aber jetzt. Nein, Hilfe! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was macht dieser Zwerg wirklich? Nein, oh mein Gott. Ja. Und wie war das? Mich wundert es noch, warum das alles so lange dauert. Ja, mich wundert es wirklich, warum das alles so lange dauert. Wobei jetzt mittlerweile bin ich mir, ja, bin ich mir ziemlich sicher, warum das alles so dauert, so lange dauert. Heieiei, diese Zwerge, ne? Und sie graben von der Mitte an die Seite. Keine Ahnung, warum eigentlich. Ja, blöd ist jetzt, weil die natürlich hier jetzt nicht mehr rauskommen. Muss ich da wieder so ein Portal setzen. Tja. Tja, tja, tja. Gut, das können wir wegmachen. Nein, das nicht. Das können wir auch wegmachen. Das können wir noch da lassen. Komm, das lassen wir auch noch da. Das lassen wir auch noch da. Das ist für die... für den Boden, damit die das besser schaffen hier. So, gut, gut, gut. Heieiei. Es geht mir doch schon wieder ein bisschen zu langsam dahin. Obwohl sie eigentlich eh fleißig sind, die Zwerge. Aber ein bisschen zu langsam geht es mir trotzdem dahin. Sollte schon lange fertig sein, wenn du mich fragst. Aber die fahren alle immer nach oben und wieder nach unten und wieder nach oben und wieder nach unten. In einer unendlichen Schleife des Spaßes fahren die hier mit den Bergaufzügen da herum. Ne? Ich meine, ich verstehe, dass das Spaß macht, ja. Aber, naja, wir haben einen Tunnel zu graben, Zwerge. Könnt ihr hier nicht Spaß haben die ganze Zeit? Es geht doch nicht. So, die Portale sind schon wieder weg, wie es aussieht. Ich werde angegriffen. Ja, so. Tötet sie! Ihr schafft das! Flüpp! Okay. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Ja, gut, das kommt, das Loch lassen wir mal da. Oh, da liegt Mithril herum. Übrigens, ich glaube, wir haben ja zwei Paar neue Mithril-Schuhe. Genau, die könnten wir natürlich auch mal ausrüsten.
14, 18. Okay, ja, komm, die lassen wir noch drinnen. Wir tauschen die Eisenstiefel aus. Einmal hier und einmal da. 40 Rüstung. Alter, die hat 14, die Stahlrüstung. Ja, gut, komm, das tauschen wir auch ganz schnell aus. Ist ja ganz klar, ne? Aber Stahlrüstung, glaube ich, hat jeder, oder? So, wir haben keine... Nee, mit Lederrüstung haben wir keine mehr. So, die Hüte, die haben alle 20. Die hat er auch. Nee, der hat sogar 22. 24, ja. Okay. Ja, toll, dass die Hüte alle so viel Rüstung haben wie die... Wie die Maximalhüte, die ich selber bauen kann. Finde ich ein bisschen schade, aber naja, ist halt so. Dann haben wir eben diese Spaßhüte und die haben mehr Verteidigung als alles andere. Habe ich Ausrüstung gesagt? Ich meinte natürlich Verteidigung, ja. So. Ah, bald sind wir fertig. Wir haben immer noch einige Fackeln zu setzen und hier wäre noch ein bisschen Gedöns zu bauen. Komm, wir machen mal hier und hier. Setzen wir mal die ganzen Fackeln hier durchgehend. Das ist natürlich gerade beim Fackelsetzen verbrauchen, werden die Portale natürlich immens verbraucht, weil, wie gesagt, ein Zwerg kann nur eine Fackel mitnehmen und dann wegen jeder Fackel muss der durch das Portal laufen und verbraucht er gleich ein bisschen Magie des Portals, also quasi Zeit. Ja. Da geht der Countdown der Portale natürlich immens nach unten. Nur gut, dass so viele Zwerge immer so sinnlos herumstehen und nicht wissen, was sie tun sollen, ja. Das fördert natürlich die Zeit der Portale dann wieder etwas. So, das können wir auch wegkauen, ist klar. So, und da kommen auch noch ein paar Fackeln hin. Ja, und dann haben wir es ja fast geschafft, diese Ebene. Ich bin echt ein bisschen begeistert. Haben wir die rechte Seite wirklich komplett nach unten gebaut. Und das, ja, nicht mal 20 in unter 20 Folgen. Ja. Kommt noch die linke Seite, da braucht man halt auch noch mal 15 Folgen, weil die geht ja ein bisschen über, die ist ein bisschen größer, wie man vielleicht sieht oder auch nicht sieht. Und hier, Alter, reißt das weg. Das Gewuchere hier, das darf doch wohl nicht wahr sein. Sehe ich sogar auf der Karte, wie hässlich das aussieht. Und hier auch, weg damit. So, okay. Ja. Gut, das wird noch ein bisschen ein Abenteuer werden, dass hier diese Geschichte zugeht, aber naja. Dass die das schaffen, die Zwerge, das wird noch ein Abenteuer werden. Na, wo sind die ganzen Zwerge? Wo laufen die herum? Ah, da ist noch was zum Wegkacken, sehe ich gerade. Zwerge, was macht ihr da? Ihr habt hier wäre noch ein... Ja. Oh ja, gut, danke. Ging ja doch ganz schnell und ordentlich. So, gut. Ja, wie gesagt, das müssen wir jetzt leider noch wegreißen. Währenddessen können die anderen ja eventuell hier mal das da wegreißen. Das da. Es war klar, dass die dann die... Laterne mit wegreißen ist natürlich nicht ideal. So, was ist jetzt? Komm, das eine Loch, das schafft er noch. Komm, Zwerge, das eine Loch, das schafft ihr noch. Ja, genau. Hier, das Loch meine ich da, Zwerge. Das Loch, nicht irgendwas anderes. Dieses Loch da. Ist es er? Ist es er? Ist es er? Ja, hey, und wir haben es geschafft. Da kommt noch eine Fackel hin, aber naja, da warte ich jetzt mal nicht ab. So, und hier mal kurz in der Totalen quasi. Hui. Wow. Mit epischem Mega-Lag. Dreimal zwischendrin. Aber alles in allem, ja, sieht ganz gut aus, sieht ganz schön aus, gefällt mir gut so. So, jetzt ist nur die Frage, wie wir weitermachen. Zuallererst würde ich sagen, komm, machen wir etwas, das wahrscheinlich nicht ideal ist und auch nicht gut ist für unser Ansehen, aber wir machen das Ding. Ich bin der große Schamane, der Kobold. So, dann gehen wir nämlich auf den Keks. Bitte töten. So, da muss ich jetzt nur gucken. Dass ich ja immer schnell auf dem Auslösknopf bin. Meine Zwerge heile bei Bedarf.
Ja, der kann zaubern, wie man sieht. Oh, ein Paket. Ja, ich dachte mir, es ist niedere Gesundheitswert. Na komm, wir heilen unsere Zwerge. Und zwar heilen wir sie natürlich übertrieben. Ja, ist ganz klar. Weil wir haben ja genügend. Ich meine, hallo. Wir gönnen uns ja sonst nichts. Wie viel Munition haben wir eigentlich noch? Ja, noch genug. Darf die auch jeder verwenden? Nein, was? Ah, diese... Sind mir zwischendrin die Silberpfeile wieder mal ausgegangen, oder wie? Sei so blöd, wenn die einmal ausgehen, dann deselektieren die die wieder und dann muss man die wieder neu auswählen. Gut, aber jetzt passt's. So. Weil ich weiß ja nicht, vielleicht wenn wir diese Gottheit besiegen, vielleicht wird das ja dann... Vielleicht funktioniert das ja dann irgendwann mal wieder. Ich bin nicht hundertprozentig scharf darauf, dass das funktioniert, weil das ist nämlich ein bisschen so eine zerstörerische Kraft, was der Typ da fabriziert, aber naja. So, komm. Wo ist denn der jetzt eigentlich? Da drüben ist er. Alter, wir haben extrem viel abgezogen, bis jetzt eigentlich noch gar nichts. Oh. Cool, die Feuerbälle zerstören auch den Boden, ja, das ist ja ganz klar. Er sollte den Schamanen angreifen und nicht irgendwas anderes. Alter, der wird ja immer ärger. Was hat der da vor? Oh. Tja. Vielleicht sollten wir uns... Nee, komm. Er wird schon... Er hat schon... Oh. Oh nein. Die laufen in meine Wohnung. Ja, gut, ist okay. Komm, sollen sie machen. Alter, was für ein epischer Kampf. Toll, wieso zaubert der die jetzt alle in meine Wohnung rein? Ich weiß ja nicht, ob das gut ist, was wir hier gerade machen. Warum sammelt sich da unten so viel Wasser? Das ist ein bisschen seltsam. Und ich weiß nicht, ob ich übertrieben habe mit den Heiltränken, dass wir genügend haben, weil irgendwie... Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht sollten wir uns zwischendrin ein paar kaufen noch. Weil der Kampf kann, wie es aussieht, doch noch ein bisschen länger dauern. Eieiei. Was habe ich mir da angefangen? Ich weiß es ja nicht genau. Wir haben aber noch genügend Munition. Oh, ich habe keine Silberpfeile mehr. Ja, wir haben definitiv noch genügend Munition, ist kein Thema. Naja. Gut, so schlimm ist es gar nicht. Jetzt zaubert er, das ist jetzt ein bisschen ein Bug, dass der die ganzen Gegner da unten reinzaubert. Sind wir Bug-User? Alter, wie soll ich die denn jemals alle töten? Alter! Wow! Die Armee setzt sich in Bewegung. Ja, der hört einfach nicht auf, hier zu zaubern. Ist aber kein Thema, weil er ist halt leider etwas doof. Ja, da ist er selber schuld. Dass er sich einfach da unten reingeportet hat. Ja? Da kann ich ihm nicht helfen. Hat ihm keiner irgendwie so befohlen. Toll, ich werde angegriffen, sehe ich gerade. Stirb. Ah, jetzt auch. Okay. Moment. Ich habe gerade etwas gesehen, was mir nicht so gut gefällt. Nämlich einer der Zwerge hat ziemlich niedrigen Gesundheitswert. Welcher war das? Alter, da unten die Armee der Finsternis, die ist ja schlimmer wie bei jedem Angriff. Schlimmer wie bei jeder Monsterwelle. Alter, das ist ja echt ein bisschen... Puh. Puh, ja, das war jetzt... Ja, wenn der doch einfach abhauen würde, hätte ich ja echt kein Problem mit, ne, wenn der einfach abhauen würde. Vielleicht setzen wir da unten sowas wie ein Doppelportal rein. Der ist jetzt dann bald tot. Viel kann der ja nicht mehr haben. Moment. Ein bisschen heilen wieder. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich die ganzen Monster töten soll. Ich hoffe nur, dass die meine Wohnung nicht kaputt hauen. Ja, und wenn, kann ich auch nichts machen. Alter, es ist ja fast ein bisschen spannend auf einmal. Was ist denn da los? Ja, ich weiß ja nicht, ne?
Was? Ich hab doch gerade alle geheilt. Moment, vielleicht sollte ich doch mal kurz... Jetzt Moment mal. Vielleicht sollte ich ja doch mal kurz ein bisschen meine Magie auspacken. Was haben wir denn hier so Schönes? Zauberexplosion. Zerstört Blöcke in der Nähe und fügt Kreaturen schweren Schaden zu. Hui! Wow. Oh, Buch des Tisches. So. Wow. Na gut, so schwer ist der Schaden jetzt auch nicht, aber naja. So, das war jetzt nur mal kurz mal probiert. Ja, jetzt haben wir nicht wirklich quasi unser ganzes Haus kaputt gehauen und unsere ganzen Minen. Nur um diesen einen Schamanen zu töten. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir ihn erwischt haben. Das ist ja das Nächste. So, also ihr seht, die Zauberexplosion ist zwar prinzipiell ganz nett, aber ich will sie ehrlich gesagt bei normalen Kämpfen nicht verwenden. Das war jetzt nur ein besonderer Kampf, weil wir hier den bösesten Feind überhaupt töten müssen. Ja. Alter, und meine Zwerge. Puh. Also wir hauen hier das Ding wieder raus und tun da wieder ganz schön die normale Erde rein. Was, schon wieder? Der lebt noch. Alter, der lebt noch. So, ich glaube mal, ich mache jetzt lieber eins. Ich werde mich jetzt, glaube ich, doch eher mal... ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, was ich gemacht habe. Obwohl, der kann nicht mehr, der kann doch gar nicht mehr so viel Energie haben. Wo ist der bitte noch? Dieser Schamane. Wo ist der? Das kann es doch nicht sein. Ah, da ist er. Warte doch. Jetzt macht den endlich kaputt. Tötet den jetzt endlich. Was? Zwei Zwerge sind... Oh, okay. Bitte, Rückzug. Also das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Das ging mir jetzt echt ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall Gesundheitstränke. Die Zwerge sind alle angehalten, im Haus zu bleiben. Wo natürlich jetzt trotzdem die ganzen Gegner kommen. Oh ja, oh ja. Moment, niedriger Gesundheitswert hat noch einer, das ist... Alter, und ich habe keine Tränke mehr. Ups. Oh je, oh je, oh je. Da habe ich mich jetzt ja mal wieder hoffnungslos überschätzt. War ein bisschen Action, ne? So, Moment, da müssen wir mal ganz kurz in den Laden gehen und vielleicht doch wieder ein paar tausend Heiltränke kaufen. Was ist denn da jetzt bitte passiert? So, wer hat jetzt niedrigen Gesundheitswert? Ich habe nicht mehr so viel Heiltränke, Leute. Eieiei. Bitte sterbt nicht, Zwerge. Sterbt nicht. So, habe ich jetzt... Ja, Gott sei Dank. Einen, juhu. So. Ja, das... Ich hoffe nur, der Schamane bleibt bei ihm drüben und kommt jetzt nicht zu mir rüber. Wäre ich ihm sehr verbunden, den lieben Herrn Schamanen. Gut, dass die da nach oben laufen, das gefällt mir ganz gut. Da oben werden sie dann schön gebraten. Von meiner Bratenanlage, ja. Puh, sag ich dann. Puh, puh. Ja, das Tolle ist ja, der Schamane, der heilt sich ja, wie es aussieht, auch wieder. Also, naja, gut, das war jetzt von Toll natürlich ein bisschen entfernt, muss ich sagen. Ja, wie jetzt? Habt ihr echt nichts zu sammeln? Gut, dann lassen wir die Zwerge mal wieder raus, damit ihr zumindest hier das Gedöns kaputt hauen könnt.
das hier so herumläuft, das darf ja nicht wahr sein. Da lungern hier in meiner Hütte einfach ganz viele Viecher herum. Ich glaub's nicht. Ach, ich könnte den Zwergen vielleicht auch ein bisschen was zu trinken geben. Also damit habe ich ja nicht gerechnet, dass jetzt echt... Alter. Dass jetzt echt Zwerge... Ich dachte, mit einem Klick geht das. Ja gut, manchmal geht es offensichtlich nicht. Das war jetzt ja schräg irgendwie. Das Problem ist, wir müssten den eigentlich jetzt trotzdem gleich wieder töten, weil der ist uns wieder bald mal wieder voll. Gut, aber vielleicht hat er sich ja jetzt beruhigt. Ja. Was? Moment. Ja gut, du wirst ja wohl schlafen gehen. Na komm, wir machen das ganz schnell da wieder zu, hätte ich gesagt. Tja, und dann bleibt das hier doch wohl ein bisschen ein Mahnmal. Ja, dafür, was damals geschehen ist und nie wieder geschehen... Was? Oh, Moment. Wenn das so ist, komm, dann müssen wir... Dann müssen wir leider ein paar Dinge kaufen, weil die Wimps dürfen da nicht einfach so herumfliegen. So, komm, ganz viel Silberpfeile brauchen wir. Und brauchen wir Brandmunition eigentlich auch? Muss ich mal kurz gucken. Was haben wir hier eigentlich sonst noch so munitionstechnisch? Ja, wir haben keine Brandmunition mehr und pfeiltechnisch haben wir gar nichts mehr. Okay, na gut, dann komm, dann können wir da kaufen, bis der Arzt kommt quasi. Ja, und ich hoffe, der kommt nicht, weil wenn der Arzt kommt, dann ist ja eh schon alles vorbei meistens. Naja, gut, eigentlich nicht, aber naja. So, Wimps, los mit euch. Oh, toll, ein Paket. Danke, eine Vase. Ich freue mich sehr drüber, danke. Juhu, es ist ein Zwerg wieder geboren worden. Da bin ich ja sehr froh. Eieiei, so, du bekommst das hier und, oh, ein Bogen. Sieh an, ein Bogenschütze ist gestorben mit Goldstiefeln und einem Weihnachtshut und einer solchen Rüstung und einem solchen Dingens da und einem Handschuh da. So. Irgendwie fehlt mir Ausrüstung. Kann sein, dass hier noch Ausrüstung herumliegt. Eher nicht so, oder? Ah, guck mal, es liegt zwar keine Ausrüstung mehr rum, aber hier sind noch ein paar Kobolde. Da liegt noch Ausrüstung, jetzt sehe ich es sehr schön. Sehr schön, holt diese Ausrüstung zu. Ja, Zwerg, ich wäre froh, wenn du abhauen würdest, bevor du stirbst, ja, nach Möglichkeit. Nicht, dass wir noch einen toten Zwerg haben, das wäre nicht super. Die rotten sich da alle irgendwie zusammen. Es tut mir leid. Wieso ist der da unten gestorben? Also wie viel sind das bitte? Warum sind da so viele? Jo, ein neuer Zwerg ist geboren, aber wir können den leider noch nicht ausstatten, weil wir hier noch die ganze Rüstung haben. Ja? Eieiei, nehmt das Zeug doch bitte mit, Zwerge. Ihr habt alle Rucksäcke, nehmt die Rucksäcke bitte mit. Ah, das Zeug bitte in euren Rucksack mit. Ja, toll, ich glaube, ich muss hier links. Nee, haben schon alles mitgebracht. Kommt das bitte auch noch kaputt hauen. Das alles bitte kaputt hauen. Achso, natürlich, die schmeißen das alles wieder weg, wenn ich sage, Kobolde kaputt hauen. Stimmt, habe ich beinahe vergessen. So, gut, dann einen, dann rüsten wir einen weiteren Zwerg aus. Sieh an, das war ein Zauberer. Ach, wie schön, ach, wie toll. Hat einfach der Zauberer kapituliert, ich glaub's nicht. So, Weihnachtsmann-Outfit, hier sowas, einen Rucksack natürlich und ein Zauberbeutelchen. Und ja, komm, du bekommst hier, haben wir irgendwas mit mehr als 20? Nö, dann bekommst du hier, oder? 16, nein. Dann bekommst du hier den Weihnachtshut. Komm, weil Weihnachten ist. Super, okay, gut. Ja, das ist also gut. Natürlich von gut ist das jetzt weit weg, aber ihr wisst, was ich meine. Hier ist ein Loch. Schön, ne? Tolles Loch. So, was macht ihr hier? Achso, die nehmen natürlich die Schienen, die wir hier immer noch... Ah, brav. Brav, Zwerge. Schön. Endlich kommt ihr hier auch mal rüber und hackt das weg, was ihr schon lange weghacken solltet. So, da kommt auch ein Schienchen rein. Gut, Leute. Ja, das
War jetzt spannend, sage ich mal, nenne ich das jetzt mal grob gesagt, ja. Ich hoffe, das passiert nächstes Mal nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, mit diesen Worten werde ich mich für die heutige Aufnahme verabschieden. Ja, wir haben eh schon ein bisschen überzogen. Mehr überziehen wir diesmal nicht, weil, wie gesagt, Hals und so. Ich muss mich ein bisschen schonen. Ach, guck mal, hier sollten wir vielleicht noch ein paar Wimps ansetzen. Hui, hui. Ja, aber vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Gutes neues Jahr nochmal nachträglich an allen, die das Let's Play, diese Folge, sag ich mal, im Januar 2017 gucken. Für alle, die später gucken, natürlich trotzdem gutes neues Jahr, aber das ist halt ein bisschen unpassend. Ja, gut, aber naja, vielen Dank. Trotzdem und ja, wir sehen uns dann eventuell bei der nächsten Folge. Tschüss, Leute!